Von Mai 2006 bis Februar 2010 führte ich in meinem Zentrum Kamala 34 Demo-Wochenenden durch, also etwa einmal pro Monat. Samstags und Sonntags schauten 20 bis 50 Menschen zu, wie ich kostenlos und spontan Profiling-Sessions durchführte. Ich demonstrierte, wie Probleme, aber auch Krankheitshintergründe in den inneren Bildern der Psyche verankert sind und wie man sie verändert. In dieser Serie zeige ich 50 von 120 Videos als Dokumentation des Arbeitsstils eines Energetic Profilers vor 15 Jahren. Viel Spaß! Also, sag mir mal genau, was für ein Auftrag ist, steht hier von mir. Was soll ich suchen? Und ich habe eigentlich einen guten Draht allgemein zu Menschen, aber ich komme mit meinem, mit dem, was ich will, nicht an irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich denke, es liegt an mir. Okay. Ich bin überzeugt, es liegt an mir, aber ich weiß nicht wo. Okay, dann wäre die Frage so was wie, wie komme ich besser bei den Menschen an, um mehr beruflichen Erfolg zu haben? Ja, das kommt genau. Ja, wo bist du? Und was nimmst du wahr? Nichts. Stell einfach mal eine Treppe vor, die nach unten führt. Eine Holztreppe? Ja. Gut, jetzt gehst du diese Holztreppe einfach mal runter. Stufe für Stufe tiefer. Holztreppe, die hörst du vielleicht sogar, wenn du läufst. Und dort ist ein Gang. Türen. Wie sieht dieser Gang aus? Oder wie würdest du ihn dir vorstellen? Ist alles dasselbe. Also ist der Gang breit oder lang oder niedrig oder dunkel oder tapeziert oder Mauerwerk? Ich sehe irgendwie nur dunkel. Nee, es geht ja nicht ums Sehen. Stell dir einfach was vor. Okay, anders formuliert. Du sitzt im Zeichenunterricht in deiner Schule und der Lehrer sagt, mal meinen Gang. Wie malst du einen Gang? Ne? Hast du ja auch eine Vorstellung? Ja. Machst du Teppich oder Linoleum oder Straßenpflaster? Egal, du kannst es ja entscheiden. Das ist nicht so ein Sehen wie im Fernsehen, sondern das ist in dem Moment, wenn du es denkst, zack, entwickelt sich die Vorstellung. Aber das kommt ja aus dir. Darum geht es. Beschreib ihn einfach mal, wie sieht der Boden aus. Weil in dem Moment, wenn du ihn beschreibst, entsteht er und dann hält er sich und dann assoziiert er weiter. Das ist ja natürlich ein Denken, das ist eine Vorstellung, was wir abfragen. Mehr ist es ja nicht. Der ist hell. Ja. Und hat irgendwie so einen hellen Steinboden. Ja, gut. Jetzt geh einfach mal dem entlang. Und dann stellst du dir vor, links oder rechts sind Türen. Drei Türen. Mhm. Links oder rechts oder geradeaus oder wie muss ich mir das vorstellen? Einmal links. Ja. Einmal geradeaus. Ja. Und einmal rechts. Gut. So, und jetzt lasse ich von einer dieser Tür anziehen. Wir wollen ja nach dem Thema gucken, warum du nicht so erfolgreich bist oder wie du besseren Kontakt zu Menschen finden kannst, damit du erfolgreicher warst. Welche Tür? Die erste Tür hier neben mir. Links oder rechts? Rechts. Rechts. Gut. Bleib mal davor stehen. Schreib das mal auf die Tür, dein Thema. Ich weiß nicht, so mit Filzstift vielleicht oder Pinsel oder wie auch immer. Oder hängen Zettel dran. Woran liegt es, dass ich keinen wirklichen Erfolg habe. Du nimmst die Klinke in die Hand. Und zeig mir mal. Und jetzt gehe ich hinein. Okay. Und jetzt zeig mir mal, was du siehst oder fantasierst oder was da ist und was in deinem Bewusstsein kommt. Schreib einfach nur mal den Fußboden, wie sieht der aus, wenn du da so reingehst. Wie fühlt er sich an? Schau dich mal um. Schaut nach einem Holzfußboden aus. Okay, gut. Geh mal so ein bisschen in diesen Raum hinein, sodass du spürst, wie stabil ist der oder schallt der Raum oder ist der groß oder klein. Schau dich mal um. Er ist groß. Er ist groß. Geh mal rein, schau dich mal um. Vielleicht kannst du sogar deinen Blick heben vom Holzfußboden, dann geradeaus gucken. Guckst mal nach links, nach rechts. Wie sehen die Wände aus? Ja, wie sieht die Decke aus? Was fällt dir auf? Das ist so die Fantasie, die jetzt kommt. Das ist schon okay. Das muss nicht deutlich sein. Die sind irgendwie gestrichen. Ja. So mit Malerfarbe. Ja. Gucken wir weiter. Gibt es irgendwas Auffälliges in diesem Raum? Ist irgendwas, was dir bekannt vorkommt? Oder ist da was drin? Mein Vater ist da. Oh, oh ja. Und er raucht.
Steht er da, sitzt er da? Wie muss ich mir ihn vorstellen? Er sitzt. Er sitzt da. Ja. Mhm. Dann sag mir mal, welchen Gesichtsausdruck hat er? So, indifferent. Hat er dich schon wahrgenommen? Und wenn ich frage, dann einfach mal, hey, was machst du noch hier? Oder sag mir mal, wie alt bist du, wenn er so alt ist, wie du ihn siehst jetzt? Also wie alt ist er? Ich schätze, er ist so um die 40. Mhm. Okay, wenn der 40 ist, wie alt bist du dann? 14. 14. Dann geh mal hin zu deinem Papa und guck mal, was er zu dir sagt. Oder wie du auf ihn reagierst oder der auf dich. Er nimmt mich nicht wahr. Er nimmt mich nicht wahr. Wie ist das für dich? Nicht gut. Ersten dicken Hinweis. Da steht außen auf der Tür, warum habe ich keinen Erfolg? Du gehst rein, da sitzt dein Papa, er nimmt dich überhaupt nicht wahr. Dies ist aber ein ziemlich dicker Hinweis. Frag doch mal deinen Papa ganz direkt, was hast du mit meinem Erfolg zu tun? Oder mit meinem Nicht-Erfolg? Hast du was damit zu tun? Also, sprechen wir an. Du jetzt als heutige Renate. Ja? Tata, so habe ich ihn angesprochen immer. Ja. Tata, was hast du mit mir zu tun? Was hat mein Nicht-Erfolg mit dir zu tun? Ja. Er hat sich auch aus dem Staub gemacht. Er ist irgendwie, als ob er gar nicht mehr da wäre. In dem Raum ist er weg. Ja. Ja. Dann ist natürlich das auch ein Hinweis als solches. Ne? Hinweise kommen ja aus der Innenwelt immer so ganz direkt. Das heißt, also, er hat sich aus dem Staub gemacht, zack, muss er natürlich in der Innenwelt auch aus dem Staub sein, muss weg sein. Ja, wir wissen das. Papa ist weg, Papa hat sich aus dem Staub gemacht, Papa ist nicht da. Das ist nicht gerade gut. Ja. Bevor wir diesen Aspekt weiterverfolgen, würde ich gerne, dass du diesen Raum mal fragst, was ist denn deine Botschaft? Was willst du mir sagen damit? Weil dieser Raum ist ja jetzt so aufgetaucht. Frag ihn mal. Und dann schau mal, was dieser Raum an. Das erste, was kommt, oder das erste Gedanke. Der gar kommt. Nichts ist gekommen. Kommt gar nichts. Hm? Wie ist das für dich, dass du keine Antwort kriegst? Schlecht. Auch nicht schön. Gut. Jetzt zeig mir nochmal dein Grundlebensgefühl. Wenn du in diesem Raum bist, wie ist dein Grundlebensgefühl? Wie geht's dir denn in diesem nicht Raum? Nicht gut. Auch nicht gut. Wie spürst du das in deinem Körper? Beklemmend. Schon relativ viel Information. Ne? Also da ist eine Tür, da steht drauf, warum habe ich nicht genügend Erfolg? Oder warum setzt es nicht um? Da taucht ein Papa auf, der zack verschwindet, ist ein Raum, der nicht antwortet und dir geht es nicht gut und es ist alles beklemmend. Das ist so das Grundthema, was mit dem Erfolg zu tun hat. Sag mir, das hast du noch nicht gesagt, deshalb würde ich es gerne wissen, schau dich mal in dem Raum um. Was siehst du? Was ist in dem Raum drin? Wie muss ich mir vorstellen? Die Wände sind gestrichen, so eine Malerfarbe. Aber was ist in diesem Raum drin? Ich habe das Gefühl, ich bin in dem Zimmer, wo ich groß gewachsen bin. Oh ja. Also du bist mehr oder weniger dort, wo du als 14-Jährige gelebt hast, ja. Ja. Und davor. Okay. Also du kriegst einen direkten Hinweis mit deinem heutigen beruflichen Erfolg auf irgendeinen Phase deines Lebens, wenn du wieder 14 warst und zu Hause bist. Frag dich mal als 14-Jähriger, wie es dir geht. Frag diese 14-Jährige mal, wie geht's dir denn? Hör mal, was die sagt. Wie geht's dir denn? Nicht so gut. Nicht so gut. Die was zeigen dazu. Guck mal, dass du irgendwie mit ihr in Kontakt gehst. Ja, sie hat ganz, ganz viel zu tun. Sie muss sehr, sehr vieles bewältigen. Mhm. Machst du die viele Arbeit gerne? Ja, sie sagt irgendwie, ich muss ja, ich habe ja keine Wahl. Oh ja, mit 14 hat sie schon keine Wahl. Geh mal rückwärts auf der Zeitachse und sag mir mal, wann hast du dieses Gefühl verloren? Was ist passiert? Weil wenn die 14-Jährige das Gefühl hat, sie muss arbeiten oder ganz viel erledigen, guck mal, wie lange diese Haltung hält. Oder wann du diese verändert hast. Was passiert ist, dass du sie verändert hast? Ja, ich bin von zu Hause weg. Ah ja, okay. Mhm. Sag mal ungefähr, wie alt warst du, wie du von zu Hause weg bist? 17. Und da hat sich dein Grundlebensgefühl so verändert? Oder wie geht's dir dann, wenn du von zu Hause weggehst? Ich habe geheiratet. Ah ja. Ich spiele jetzt mal einen Boden ein. Ich schicke dir mal jemanden vorbei, der dir einen Hinweis gibt, wo wir weiter suchen müssen, was dagegen spricht, dass du Erfolg hast. Guck mal, wer da so auftaucht.
Zeig mir mal, wer vor dir steht. Jetzt steht wieder mein Vater vor mir. Oh ja. Okay, frage nach einer Botschaft. Vater, was willst du mir sagen? Ja. Er steht einfach vor mir. Ja. Sag nichts. Sag gar nichts. Gut. Dann frag ihn mal, ob er was weiß, warum du nicht so einen beruflichen Erfolg hast. Sag nichts. Mhm. Okay, wie ist das für dich? Nicht gut. Nicht gut. Sag's ihm. Warum sagst du mir nicht, ob du etwas damit zu tun hast oder ob du etwas weißt? Ja. Ich meine, er ist mir zum zweiten Mal jetzt schon gekommen. Also er muss was damit zu tun haben. Da steht außen auf der Tür drauf, warum ich habe ich gerne richtig guten Erfolg. Und zweimal kommt Papa. Also er hat was damit zu tun. Auch sage ich ihm, er soll dir was zeigen, was damit zu tun hat. Etwas, was du erkennen sollst, sehen sollst, dich erinnern sollst. Keine Ahnung. Und es soll vorgehen und du folgst ihm einfach. Zeig ihm das. Tata, bitte zeig mir, was irgendetwas mit meinem Erfolg zu tun hat. Ja. Er tut gar nichts. Er tut nichts. Mhm. Frag mal den Papa, ob er will, dass du keinen Erfolg hast. Ich meine, das klingt ja schon fast nach Sabotage. Also dann macht er, hilft dir nicht, sagt nichts, tut nichts. Vielleicht ist es ihm ja egal. Tata, gönnst du mir denn den Erfolg nicht? Er steht da wie versteinert. Hm. Okay, wie ist das für dich? Nicht angenehm. Nicht angenehm. Okay, welchen Impuls hast du? Was möchtest du am liebsten tun? Ich möchte am liebsten weggehen. Okay. Das klingt ein bisschen wie resignieren, aufgeben. Ist das sowas? Ich möchte von ihm irgendwie weglaufen. Hm. Na gut, er verfolgt dich natürlich in deinem Gehirn, wenn du so willst, in deiner Innenwelt. Er taucht ständig auf, wenn es um beruflichen Erfolg geht. Vielleicht schleppst du ihn schon ewig mit und nichts anderes. Ich will jetzt mal wissen, wie dick der Zusammenhang ist. Stell dir mal vor, da gibt es eine Tür und da dahinter ist dein beruflicher Erfolg. Also, ist mir vollkommen egal, stell dir mal vor, du hast einfach beruflichen Erfolg. Ja. Warum auch immer, da ist beruflicher Erfolg, da, das funktioniert, du hast, keine Ahnung. So eine Tür gibt's. So, und die machst du mal auf. Die Tür ist weiß. Bist du bereit, diese Tür zu öffnen? Ja. Gut, dann öffne sie jetzt. Einfach nur hell. Hell? Ist was drin? Ja, beschreib einfach mal den Boden, die Wände oder wie ist der Raum oder was ist da drin oder gibt es da Leute? Oder so? Es gibt da Leute, aber ich kenne sie nicht. Ja. Ist okay. Beschreib mal den Raum. Wie sieht er aus? Der Raum deines beruflichen Erfolges. Ich kann ihn nicht beschreiben. Mhm. Gut, auch wieder eine Aufgabe in der Schule. Stell dir vor, du hast einen Zeichenblock und sollst dir diesen Raum zeichnen. Der Lehrer gibt vor, wenn ich mal reich werde, wenn ich mal erfolgreich werde oder wenn ich was auch immer, du sollst ein Bild dazu malen. Mhm. Anders, auch hell. Ja. In hier diesen großen Fenster. Ja. Und einen Tisch in der Mitte. Ja. Noch was drin? Irgendein Bild ist an der Wand, aber ich weiß nicht, was dran ist. Ja, okay. Mhm. Wenn du in diesem Raum bist, welche Atmosphäre ist dort? Oder wie geht's dir? Wie ist das Grundlebensgefühl? Ungewohnt. Ungewohnt? Okay. In dem Raum deines beruflichen Erfolges zu sein, ist ungewohnt. Okay. Mhm. Ungewohnt angenehm oder ungewohnt unangenehm? Angenehm. Angenehm, okay. Da ist irgendwo eine Pflanze. Hast du eine Botschaft für mich? Ja. Die steht einfach da. Mhm. Gibt es noch was Auffälliges in diesem Raum? Oder wie groß ist er? Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ein heller Raum. Ja. Ein bisschen orange gibt, mehr sehe ich nicht. Mhm. Du hast eben noch gesagt, da steht ein Tisch und da ist ein Bild an der Wand. In der Mitte. In der Mitte und eine Pflanze.
Also was sich bei mir einstellt, wäre so die Idee, was hat dieser Raum, der doch eher sehr karg und ärmlich aussieht, mit beruflichem Erfolg zu tun? Warum hast du denn da keine Goldtapeten oder Goldballen im Regal liegen oder Geschlösser da rumstehen oder ich weiß ja auch nicht. Frag doch mal diesen Raum. Offensichtlich kannst du dir Erfolg innerlich gar nicht vorstellen. Also, warum bist du so leer, so nackt? Ne, ist ja eigentlich nichts drin. Was hat das mit Erfolg zu tun? Also ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich. Aber ich weiß es auch nicht. Frag mal den Raum. Lungen, du musst wissen. Deine Inwelt präsentiert beruflichen Erfolg sehr einfach, sehr simpel, sehr, weiß ich nicht. Also vermutlich, so fühlt sich's an für mich von außen. Bist du denn zufrieden damit? Ja, nein, nicht wirklich. Sag's dir mal. Ich bin so eigentlich überhaupt nicht zufrieden mit dir. Das heißt, im Unterbewusstsein gibt es eine Vorstellung, mit der du aber wirklich nicht zufrieden bist. Ich habe das deshalb gemacht wie dem Gegenteil, weil ich will mal gucken, was der Papa für einen Einfluss hat. Und jetzt holst du in diesen zweiten Raum dann Papa mal rein und sag mir mal, wie der Raum sich verändert. Jetzt ist ein bisschen wieder das beklemmende Gefühl da. Ja. Also dein Papa in dir macht in dem Raum deines beruflichen Erfolgs ein beklemmendes Gefühl. Also er zieht dich quasi runter. Er reduziert deine Lebendigkeit oder Freude oder was auch immer. Also dein Papa wirkt eindeutig negativ in dir, in Bezug auf den beruflichen Erfolg. Ich würde vermuten, sag ich mal, ob dein Papa deinen beruflichen Erfolg nicht wirklich massiv verhindert. Ja, weil auch der zweite Raum, wir haben ja deinen Papa nicht geändert, ne, ist quasi jetzt nicht besonders attraktiv für den beruflichen Erfolg. Wenn das so ist, dann soll dieser Raum, ja, was weiß ich, rot blinken. Und wenn der Papa gar nichts damit zu tun hat, grün. Sag mir mal, wie der Raum blinkt. Bitte? Eher rot blinkt, ja. Eher rot. Ja. Papa scheint das wichtigste Thema zu sein beim beruflichen Erfolg. Und du weißt noch nicht mal, ob er dir hilft oder nicht hilft. Nein, er sagt mir ja gar nichts. Ja. Dann müssen wir es in Bewegung setzen. Er hat mir nie etwas gesagt. Und sag ihm mal direkt, du hast mir nie was gesagt. Ja, höchstens Vorwürfe. Ah ja, Vorwürfe. Ja, das ist doch schon mal was. Jemand hat dann großen Erfolg, wenn die Eltern hinter dir stehen. Wenn dein Papa hinter dir steht, sagt, toll gemacht, mach mal, super, geh mal oder was auch immer. Und er lässt dich einfach sein. Wenn die Eltern nicht hinter dir stehen, wird es schwierig mit dem Erfolg. Du stehst nämlich ziemlich alleine da. Mein Vater lebt aber schon viele Jahre nicht mehr. Das macht nichts, in deinem Kopf lebt er noch. Ziemlich konkret. Du siehst, er ist sofort zweimal aufgetaucht. In deinem Kopf lebt er weiter für ewig. Renate, dein Papa ist ein Bild in deinem Kopf. Ja. Der ist abgespeichert und du hattest einen Papa. Also lebt er in dir weiter. Ja. Der muss dafür sein, dass du Erfolg hast, sonst wird es schwierig. So, das weißt du aus vielen Erfahrungen. Ja. Bist du bereit, dich mit diesem Papa auseinanderzusetzen? Ich schon. Du schon? Ja. Gut. Dann machen wir es doch jetzt. Setz dich mal auf. Und du sagst jetzt mal deinem Papa, er soll sich mal bewegen. Er soll mal Kniebeugen machen. Wir wollen erst mal sehen, ob der überhaupt beweglich ist. Genau. Sag dem Papa mal. Papa, mach ein paar Kniebeugen. Ja, genau. Mach das mal. Sag dem mal das. Das ist ein Bild in deinem Kopf, das musst du machen, was du willst. Mach halt ein paar Kniebeugen. Und wenn nicht, hier, immer ein bisschen Energie. Mach halt einmal Kniebeuge. Ja. Und lass mich ärgerlich werden, ist okay. Er guckt mich komisch an. Das ist schon mal gut. Er registriert schon mal, dass du da bist. Er will mich auslachen. Ja. Dann nehme ich ihn ernst. Nein. Dann zeig mir jetzt mal, dass du der Boss in deinem Kopf bist und nicht er. Das ist ein Bild von dir in deinem Kopf und dieses Bild muss machen, was du willst. Und wenn du wirklich willst, dass der Kniebeugen macht, dann macht der Kniebeugen. Jetzt machst du Kniebeuge. Mach Kniebeuge. Reingeben. Mach das ruhig mal. Mach halt Kniebeuge, hörst du nicht? Ja. Er schaut mir immer noch so komisch von der Seite an. Ja. Obwohl wir sagen, dass er... Du bist noch nicht mehr Herr deiner Innenweltbilder. Du bist noch nicht mehr die Mama zu wollen. Wie willst du da beruflich Erfolg haben? Fall es ein. Mach Kniebeuge. Lass mich ärgerlich werden. Mach Kniebeuge.
Komm schon! Ja, geh mal drauf. Ach, Kniebeuge, hilfst du nicht? Wenn nicht, traue ich lauter zu werden. Der muss das tun. Mach halt einfach Kniebeuge. Hast du mich verstanden? Das tut, was du willst. Das ist der erste Schritt. Die Bilder müssen tun, was du willst. Deine Bilder. Du kannst ihm auch sagen... So, und jetzt machst du Kniebeuge. Ja, du kannst ihm auch sagen, er soll einen Schritt nach links gehen. Fangen wir damit an. Mach das mal. Gib mal ganz klar einen Befehl weiter, ganz klar einen Hinweis drauf. Tata, gerne einen Schritt nach links. Er ist gegangen. Ja, natürlich. So ein Bild in deinem Kopf. Zeig, toll gemacht. Und jetzt gehst du einen Schritt nach rechts. Super, gut gemacht. Ja. Gib ihm einen anderen Befehl. Und jetzt? Jetzt kommst du mir einen Schritt entgegen. Ja. Er ist mir einen Schritt entgegengekommen. Ja. Und jetzt steigern wir das. Das fängt mir an, lebendig zu werden. Zu checken, was hier läuft. Das Bild muss beweglich werden in deinem Kopf. Ja? Es ist total abgespeichert, dass du keine Macht hast. Der Papa macht, was er will, ist überhaupt nicht da. Das ist abgespeichert. Das müssen wir verändern in deinem Kopf. Das ist ein Bild von deinem Papa. Der Papa in deinem Kopf muss machen, was du willst. So, und jetzt fordere ihn erstmal ein, damit du erlebst, dass er macht, was du willst. Das ist wie ein Erlebnis, wie ein neues Lernen. Ja, momentan ist so die Ohnmacht, ich kann nichts machen, da ist nichts, ist deprimiert, ist alles dunkel, da läuft nichts. Das ist, da kann nichts draus werden. So, und jetzt machst du einen Schritt nach rechts. Ja, genau. Er rührt sich nicht. Ja, du bist ja keine Energie drauf. Ich also, habe. Er sagt, die spinnt ein bisschen. Ja, klar. Also, es ist wie bei deinen Kunden. Du kommst da hin, die sie was verkauft, dann denken die, ach, die spinnt ein bisschen, weil sie so was schätzen. Kein Wunder, dass du keine Erfolg hast. Und jetzt rührst du dich noch einen Schritt nach rechts. Könnte man sehen. Aber sofort! Ja! Und jetzt noch einen. Ja, mach es. Ja, einen hat er gemacht, den zweiten hat er mich wieder angeguckt, dass ich Erfolg habe. Ja, jetzt nickt er. Ah ja. Dann sag ihm, er soll dir mithelfen und soll jetzt endlich auch mal kooperativ sein. Dann hilf mir halt und sei kooperativ, sag nicht nein und nicht ja. Das ist schon wieder also ein Lippenbekenntnis. Er macht nichts, er sagt, ja, ich will, aber er macht nichts. Das geht so nicht, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Jetzt machst du einen Schritt nach rechts. Ja. Jetzt hat er noch einer gemacht. Oh, wow, gut. Ja, aber er guckt mich immer so von der Seite, so an. Ja. Hast du jetzt ein bisschen Respekt vor mir? Jetzt wird aber Zeit. Ich bin erwachsen. Ich bin kein kleines Kind mehr. Ich bin selber Oma. Also jetzt wird es Zeit. Ja, jetzt wird es Zeit. Genau, jetzt wird es Zeit. Lass mir einfach meine Ruhe, dass ich meine Arbeit machen kann. Das geht nicht mit einer. Wenn er dich in Ruhe lässt, das funktioniert nicht. Er muss hinter dir stehen, er muss wollen, dass du Erfolg hast. Weißt du, dein Papa in deinem Kopf hat einen großen Bereich, der ihm gehört, wenn du so willst. Du hast dein Papa erlebt als Kind. Wenn dein Papa nicht hinter dir steht, wie soll das funktionieren? Er muss wenigstens virtuell in deinem Kopf dafür sein, dass du Erfolg hast. Sonst hat er die Hälfte deines Kopfes überhaupt keine Lust, Erfolg zu haben. Sag dir das mal so einfach. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn wir deinen Papa draußen fragen würden, wäre uns das egal, was der denkt. Aber der hat deinen Kopf besetzt. Der ist da oben drin, in deinem Gehirn. Ja, ja. Und der sagt, lass mich ruhig, will nichts. Wie willst du da Erfolg haben? Dein Papa muss hinter dir stehen, muss sagen, ja, toll, super, gut gemacht. Kennst du sowas, was dein Kind hat? Nein. Ja, das ist schwer, ne? Kennst du irgendjemanden, der dich gut fand? Ist irgendjemand, ein Lehrer, der sagt, toll gemacht, super gemacht, irgendwas? Nein. Oh, kennst du ihn jetzt selbst? Ja, doch, eine Nachbarin war es. Ja. Dann hol die mal rein. Dann hol die mal rein, deine Innenwelt jetzt. Ich kann dein Papa mal zeigen, wie das geht. Die Frage habe ich an. Genau. Und hol dich mal als Kind dabei, Renate. Kann mal die kleine Renate da sein. Ja. Zeig mir mal, wie die aussieht. Diese kleine Renate. Ach, die ist so klein und zierlich. Ja.
und hat zwei Zöpfchen. Ja. Und arbeitet den ganzen Tag. Wer hat ihr das denn gesagt, dass sie arbeitet? Das ist halt das Gefühl, die arbeitet den ganzen Tag. Die muss sich um ihre Geschwister kümmern, die muss sich um ihre Mutter kümmern, weil die immer krank ist. Ja. Und nein, der Vater ist mehr nicht zu Hause. Ja. Sag dir mal, ob irgendjemand das toll findet, gut findet, hinter ihr steht, die lobt oder sowas. Sag mal die Kleine. Gibt es irgendjemanden, der dich lobt, der das hat toll gemacht, super gemacht? Genau, da gibt es irgendjemanden, der dich lobt. Der sagt, das hast du gar nicht wirklich. Die Frau Ramodano, die sagt mir halt, was ich zu tun habe, aber nicht wirklich. Das heißt, eigentlich gibt es niemanden, der dieses Mädchen anspornt, was ein Liebes sagt, was Nettes sagt. Nein, nicht wirklich. Erzähl ihm mal, dass du heute in deinem heutigen Leben keinen richtigen beruflichen Erfolg hast. Und hör mal, was sie sagt. Sie sagt irgendwie, ich bin nicht gut genug. Was gibt sie dir für einen Tipp, für einen Hinweis, für eine Botschaft? Was sagt sie dir? Was gibst du mir für einen Tipp? Was kann ich heute besser tun, anders machen? Sie zuckt mit den Schultern. Ja, gibt es irgendjemand, der das in dir weiß? Wenn ja, lass den mal auftauchen. Wie ist das? Du stehst fast ganz alleine, eigentlich ganz alleine da. Das, was tief in dir drin ist, ist dieses Kind, das arbeiten muss, arbeiten muss, arbeiten muss, gar keinen Lob kriegt, so als Basis. Dein Vater, dem das egal ist, sich nicht bewegt. Keiner ist da, der den Tipp geben kann. Nicht gut. Nicht gut. Lass mal deine Motivation auftauchen in der Innenwelt, als Symbolbild, als Bild, als Gestalt von mir aus. Schau mal, wie die daherkommt. Also mit Motivation, Erfolg zu haben, Lust zu haben, zu arbeiten, zu leben oder was auch immer. Es ist ein großes Wort, Hilfe. Ah ja. Ein ganz groß, mit großen Lettern geschrieben und handgeschrieben. Handgeschrieben, Hilfe, ja. Deine Motivation heißt Hilfe. Ja. Aber nicht Hilfe für mich. Sondern? Für andere. Was ich sehe, ist, du brauchst Hilfe. Deine Mama ist nicht da, dein Papa will nichts von dir wissen und das kleine Mädchen arbeitet sich tot. Eigentlich bräuchtest du Hilfe. Ja. Ja. Und ich war immer für andere da. Ja. Vielleicht ist das der Grund, warum du keinen Erfolg hast. Vielleicht müsstest du deine Energie in Gang setzen, deine Lust, deine Lebendigkeit, deine Kreativität, deine Verrücktheit, was weiß ich. Deine Mama dabei? Kann die noch was dazu sagen oder tun? In dem Raum, wo außen drauf steht, ich habe beruflichen Erfolg oder sowas. Lass deine Mama mal auftauchen. Sag mir mal, wie sie ankommt, in welchem Alter oder wie sie ausschaut. Um die 40 ist meine Mama. Ja. Mhm. Wenn die in diesem Raum auftaucht, wie verändert sich der Raum? Bisschen weicher, besser. Bisschen weicher, besser, ja. Mama, wenn du auftauchst, geht es mir ein bisschen besser. Ja, was sagt sie? Wie reagiert sie? Sie lächelt. Sie lächelt. Ja, sie freut sich. Sie lächelt so schön. Sag ihr das. Mama, du lächelst so schön. Mama, wünschst du dir, dass ich mehr Erfolg habe? Sie nickt. Kannst du mir auch dabei helfen? Ja. Sie weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Mama, ja? Kannst du denn dabei beeinflussen, dass er hinter mir steht, dass ich beruflichen Erfolg habe? Sie nickt. Gut, toll, super. Dann soll sie hingehen, soll ihm das nur sagen. Dann gucken wir, was passiert. Und dann geh zu ihm hin und sag ihm, er soll halt wenigstens jetzt hinter mir stehen. Ja. Wie ich Kind war, hat er es ja nicht getan. Und oder es jetzt tun. Sie geht auf ihn zu. Aber er lässt sich von ihr nicht viel sagen. Du bräuchtest die Erfahrung, dass er als Kind für dich da ist. Das wäre optimal. Dass du so ganz tief die Erfahrung hast, er will doch, dass ich Erfolg habe. Also direkt mal gucken, was er sagt. Tata, bin ich dir als Tochter egal? Er antwortet mir nicht. Gut. Er hat als Kind immer gesagt, ich sei nicht seine Tochter, aber es stimmt nicht. Das ist jetzt bewusst gesagt, was ja. er gesagt hat. Okay, aber es ist möglicherweise so tief in dir abgespeichert, dass es so ist. Ja. Frag ihn mal, ob das stimmt, ob er das immer noch denkt. Und guck mal, ob er nickt oder den Kopf schüttelt. Tata,
denkst du immer noch, ich sei nicht deine Tochter? Nickt er oder schüttelt den Kopf? Er schüttelt den Kopf. Mhm. Das heißt also, er weiß es. Er weiß es, natürlich. Mhm. Gut. Dann frag ihn mal, ob er dich annehmen würde als Kind, als seine Tochter. Tata, nimmst du mich als deine Tochter an? Jetzt nickt er. Ja, ist das für dich? Gut. Ja. Das ist super. Ja, dann zeig ihm das auch. Das ist gut, dass du mich annimmst. Ja. Ich soll dir doch mal eine Szene zeigen, wo er dich angenommen hat als Kind. Geh doch mal mit ihm zurück. Er kann ja vorgehen. Er soll dir mal eine Szene zeigen aus seiner Kindheit, wo er dich als Kind, als Tochter angenommen hat. Wir sind an einem See. Ja. Und fahren Boot. Zeig ihm das mal. Dort als Kind. Wie alt bist du ungefähr? 8 oder 10, so in dem Dreh. Es ist schön, einmal mit dir draußen zu sein, Tata. Ja. Ich habe das Gefühl, du magst mich, du weißt es nur nicht richtig. Aber ich habe doch das Gefühl, dass du mich magst. Mhm. Er drückt mich. Ah, wow, da scheine ich doch zu mögen. Wie ist das für dich, Renate? Das ist wunderschön. Sag's ihm. Das ist toll. Ich habe das eigentlich nie erlebt. Es ist einfach wunderschön, wenn du dich um mich kümmerst. Das ist so schön, das ist so ein schönes Gefühl. Okay. Guck mal, was er sagt dazu. Er sagt nichts, er nimmt wieder ein bisschen Abstand. Ah ja. Tata, würdest du mir helfen, dass ich heute mehr beruflichen Erfolg habe? Du weißt, es liegt mir so viel daran. Er nickt. Wie ist das für dich? Sagst du auch? Das ist klasse. Ja. Gut, dann nimm ihn doch mal mit, bitte ihn doch mal, er soll mal mit in den Raum gehen von deinem beruflichen Erfolg und zeig ihm das doch mal. Diesen Papa von damals, der soll mit in diesen Raum gehen. Komm, gehst du mal mit mir mit. Ja. Komm, ich hier, der ist irgendwie verbüfft. Ja. Er will mich drücken. Ja. Und, erlaubst du es ihm? Ja, natürlich. Ja, okay. Er hat mich ganz kräftig gedrückt. Das ist so schön. Ja. Kannst du mir irgendwie, egal wie, irgendwie helfen, dass ich zu beruflichem Erfolg komme? Ja. Irgendwie, das ist egal wie. Ja, dort in diesem Raum. Zeig es mir einfach der Raum in diesem Raum. Ja. Symbolebene, mehr ist das. Zeig es mir einfach in diesem Raum, wie du mir helfen willst oder ob du mir helfen willst. Ja. Er hat sich hinter den Schreibtisch gesetzt. Ja, gut. Er schreibt irgendwas, aber ich kann es nicht lesen. Okay. Da. Ja. Sagst du dem anderen, du, dass er auch hinter mir stehen soll, nicht nur du. Also, dass ihr beide hinter mir stehen sollt, damit ich beruflichen Erfolg habe. Ja, mal machen. Gucken wir, ob der andere sich dann jetzt bewegt oder ob er ihn erreicht. Gucken wir, was passiert zwischen diesen beiden. Das sind ja Bilder in dir, Energiebilder in dir. Oder Erlebnis-Symbolebenen in dir. Der steht noch immer steif. Aber dieser andere geht auf ihn zu. Ja. Der will sich nicht bewegen. So hat er ihn gepackt. Na komm, steh auf. Ja. Genau. Ja, ich glaube, jetzt ist er auf den Füßen. Die stehen jetzt beide. Mhm. Irgendwie, als ob sie miteinander reden. Ja, super, das ist schon mal gut. Mhm. Und krieg einfach ganz tief mit, du musst dich irgendwie mit deinem Papa, der da nicht beweglich ist, richtig intensiv auseinandersetzen, das erklären aus seiner Kindheit, warum er sich weggelaufen ist, all die ganzen Sachen, das muss irgendwie immer laufen. Das kriegen wir jetzt in der Session natürlich nicht hin. Aber was ist, wenn er sich hinter dir steht? Das ist das Einzige, was ich ja will, dass du wahrnimmst in dir. Wenn er hinter dir steht, dann müsste sowas wie ein Aufblühen passieren in dir. Der Raum müsste sich verändern und so weiter. Deine Lust zu Erfolg zu haben, müsste sich verändern, weil das sieht auch sehr dürftig aus. Der eine schubst den anderen mir entgegen. Ja. Er schubst ihn richtig. Jetzt stellt er sich neben mich. Ja. Nicht hinter mich, aber neben mich. Mhm. Ich finde das schon einmal gut. Mhm. Sag's ihm. Ich finde es gut, dass du dich wenigstens bewegt hast. Ja. Ich brauche dich nämlich. Ja, ich habe dich klar. Damals gebraucht, ich brauche dich heute. Also stell dich hinter mich und stütz mir meinen Rücken. Ja, ganz genau. Super. Jetzt gucken wir, was macht. Ja, er hat sich hinter mich gestellt. Ja. Spür mal in dich rein, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich gut an. Mhm. Mhm. Und jetzt guck dir mal an, wie der Raum sich jetzt verändert. Da ist jemand da drin und will mir die Hand schütteln. Ja. Aber ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wer es ist. Macht ja nichts. Aber er will mir einfach die Hand schütteln und mir gratulieren. Ja, toll, lass ihn mal kommen.
Lass dir ruhig die Handschütteln gratulieren. Und frag mal, wer bist denn du? Oder sei ruhig verwundert, ist okay. Er sagt es nicht, wer er ist. Hast du etwas mit meinem beruflichen Erfolg zu tun? Jetzt hol mal deine Mama noch herbei, da haben wir zumindest mal symbolisch. Gucken wir mal, ob wir beide hinter dich kriegen. So, damit das Grundsymbolik vielleicht. Du mal spürst, wie es sich anfühlt, wenn deine Eltern hinter dir stehen. Ja, die Mama ist da und lächelt mich an. Mhm. Würdest du dich bedingungslos hinter mich stellen? Ja. Gut. Dann spür das mal. Erlaub mal deinen Eltern, dass sie hinter dir stehen und spür das mal in deiner Energie und dann zeig mir mal, wie es sich anfühlt. Gut fühlt es sich an. Es fühlt sich klasse. Ein tolles Gefühl habe ich jetzt im Raum. Ich weiß nicht, ich kann es schlecht beschreiben. Ja. Ich fühle mich einfach wohl. Ja. Er ist einfach sehr groß, schön und einfach voll Sonne. Jetzt gehen wir aber nochmal zur Kontrolle in den ersten Raum rein, weil das war ja eigentlich ein realistischer Raum, was verhindert den persönlichen Erfolg. Jetzt haben wir eben den Raum gehabt deines Erfolges und der verändert sich sehr schön und gefühlsmäßig eindeutig, wenn deine Eltern hinter dir stehen. Also das ist quasi das, was passieren muss. Du musst was auch immer bearbeiten in deiner Innenwelt, dass die hinter dir stehen. Dann wirkt sich so aus. Ne? Das ist schon noch Arbeit, die du machen musst. Jetzt ist ja nur mal schon geschubst, ne? So symbolisch mal das Endzustand erzeugt. Geh nochmal den ersten Raum. Ich will nochmal gucken, ob der sich auch verändert hat, wenn du jetzt reingehst. Mein Vater sitzt nicht mehr dort. Ah ja, sondern wie sieht dieser Raum aus? Da war ja ein Tisch, ein Bild an der Wand, ein Tisch in der Mitte und eine Pflanze. War ja schon sehr simpel oder einfach oder kerkel. Der ist immer noch einfach, aber mein Vater sitzt nicht mehr dort. Mein Vater ist immer noch hinter mir. Ja, okay. Ne? Guck mal hin, er taucht auf, wenn ich jetzt den Boden einspiele. Wer ist da und wer steht vor dir? Wer bist du? Er sagt, er ist der Hans. Wer ist Hans? Mein Mann. Ah ja. Bist du dafür, dass ich beruflichen Erfolg habe? Er sagt ja, aber du bist zu wenig zu Hause. Sagt er zu dir im gleichen Wort. Möchtest du, ich soll mehr zu Hause sein? Er sagt ja, aber ich gönne dir auch deinen Erfolg. Er sagt immer zweierlei. Ja. Sag ihm das. Der ist nicht eindeutig. Du bist nicht eindeutig. Auf der einen Seite will er Flug Erfolg, aber du sollst trotzdem mehr zu Hause sein. Ne? Das ist, eigentlich will er doch, dass du mehr zu Hause bist. Du bist nicht eindeutig. Sag mir genau, was du willst. Ja. Er sagt, er will, ich soll glücklich sein. Ich möchte 3 Tage in der Woche arbeiten und die erfolgreich. Und den Rest will ich zu Hause sein. Mhm. Gut, guck mal, ob er damit einverstanden ist. Guck mal, ob er nickt oder den Kopf schüttelt. Er nickt. Er nickt. Mhm. Stehst du voll hinter mir? Ja, er nickt kräftig. Ah, okay, super. Also er ist voll hinter dir, das ist schon toll. Mhm. Ja, und dein Papa musst du unbedingt bearbeiten. Der ist sehr, sehr träge und schwer zu bewegen. Aber du hast ihn hingekriegt. Das heißt, das würde funktionieren. Du kriegst ihn hinter dich. Aber da musst du noch eine Menge lösen oder auflösen und aufarbeiten und so weiter. Deine Mama auch. Wir wissen natürlich nicht, ob sie jetzt einfach nur nichts tut, weil nichts mehr ansteht oder weil es einfach auch erstarrt oder träge ist, weil das ist schon ein ziemlicher Start eigentlich alles. Ne? So von der Dynamik her könnte es differenzierter und lebendiger sein. Doch mal alle die da herbei, denen du in der Jugend geholfen hast. Gute Idee. Ja? Holst du die mal alle her und dann guckst du mal, ob die bereit sind, dir jetzt auf deinem Weg in den Erfolg für den Erfolg zu helfen. Und jetzt mal das umdrehen und sagen, dass du dir nicht helfen musst, sondern dass sie dir helfen. Ja, das ist eine tolle Idee. Doch, meine Geschwister sind da. Oh ja. Mhm. Ah ja, super. Das ist schon mal gut. Mhm. Dann frag dich doch auch mal alle, helft ihr mir? Wenn ja, sollen die dir helfen, den Arm heben. Bei meinem Erfolg. Ja, meine eine Schwester hebt die Hand und die anderen zwei sind neutral. Mein Bruder wendet sich ab. Oh. Ja, das ist ein toller Hinweis, siehst du. Das heißt, also, den Bruder musst du bearbeiten, damit er hinter dir steht, also auch dafür ist, weil die Bilder in deinem Kopf müssen wenigstens alle dafür sein, ist doch logisch. Deine Geschwister auch, die neutral sind, dein Neutral ist auch nicht in Ordnung und eine Schwester hilft dir zumindest sofort. Mhm. Okay, lass mal alle die auftauchen, denen du geholfen hast.
Ja, das sind ja die, um die ich mich am meisten gekümmert habe. Und sonst die Menschen in deinem Leben? Weil du sagst, helfen ist ganz wichtig für dich. Du hilfst ganz, ganz vielen Menschen. Die müssen jetzt alle auftauchen. Und wenn du ganz viele Menschen hilfst, müssen jetzt ganz viele Menschen kommen. Müssen alle dir helfen. Die müssten, ja. Kommen sie? Kommen sie? Guck hin, ob sie kommen. Das kommen sie nicht, ne? Ja. Vielleicht hast du auch zu lernen, dass du eigentlich dir als erstes selbst helfen musst. Weil denen, die du alle hilfst, die helfen dir sogar gar nicht. Ja, vielleicht ist das auch eine Kompensation. Meine Schwägerin ist erschienen. Ja, okay. Aber ich habe das Gefühl, ich frage sie einmal. Ja, frag sie einmal, genau. Erika, würdest du mir helfen, Erfolg zu haben? Ach, sie sagt, das ist ihr sowas von wurscht. Ja, aber wie? Du ja, hast vergessen, wie du nach Deutschland gekommen bist und jeden Sonntag bei uns gegessen hast mit der ganzen Familie. Ja, genau. Und eigentlich ist es ihr scheißegal. Das ist ihr scheißegal. Ja. Anscheinend hast du was zu lernen jetzt. Leute, die sich selbst nicht helfen können, die helfen nur tausend andere Leute und eigentlich kriegen sie es nie zurück. Ja. Ja. Auch die Hilde ist erschienen, die andere Schwägerin. Ja. Aber auch der ist es so ziemlich egal. Hi. Ach, meine Schwiegermutter ist erschienen. Mhm. Ach, jetzt kommt doch die ganze Verwandtschaft. Ja, jetzt kommt also die würde voll hinter mir stehen. Mhm. Ja, frag sie mal, stimmt das? Und guck mal, ob sie sich hinstellt. Immer testen, ausprobieren. Mom, was sagst du, würdest du hinter mir stehen? Ja. Super. Dann sollen sie sich hinter dich stellen. Dann spür mal, wie das ist. Stell dich, Mom, hinter mich. Genau. Und fühl mal, wie es sich anfühlt. Das fühlt sich toll an. Super, ja. Und mein Schwiegervater ist auch da. Die Familie, wo du reingekommen bist, helfen dir sehr, aber da, wo du herkommst, weniger. So kann man schon so sagen. Ist es, Das würde bedeuten, du müsstest ganz viel zurückgehen in diese alte Familie, wo du herkommst, und ganz viel aufarbeiten, dass die virtuell, energetisch alle hinter dir stehen. Das wäre eigentlich die wichtigste Aufgabe. Und dann müsste der berufliche Erfolg auch relativ leicht oder leichter kommen. Und weniger den anderen Leuten helfen, sondern erstmal bei dir helfen und nachgucken und für dich da sein. Und jetzt holen wir nochmal dieses innere Kind herbei, was so viel arbeiten muss, und schickt es mal ein bisschen spielen. Sag ihr, Arbeit ist jetzt vorbei, hat genug gearbeitet, schick's mal spielen. Das innere Kind muss übrigens lebendig bleiben und sich freuen und fröhlich sein und singen und tanzen und lachen und spielen und so weiter. So, und jetzt gehst du einfach spielen. Jetzt schmeißt du deine Arbeit nieder. Jetzt gehst du einfach spielen, du hast genug gearbeitet. Genau. Guck mal, was sie sagt. Ach, sie freut sich, sie hupft schon. Jawohl, endlich. Genau. So muss das auch sein, als Kind, dein inneres Kind. Du als Kind musst einfach in dir das Gefühl haben. Ja. Ach, sie freut sich riesig, dass sie hupfen kann. Schwimmen, ob es okay ist für dich? Ja, für mich ist es okay. Gut. Und ich gebe dir noch ein bisschen Musik. So, dass du einfach ein paar Momente lang Zeit hast, um deine Geschwindigkeit wieder zurückzukommen. Ja, herzlich willkommen wieder in der Außenwelt. Hier ist Papa ist der dickste Brocken, der blockiert voll. Wir wissen das aus vielen, vielen Sessions. Gerade die Leute, die nicht erfolgreich sind, Papa steht nicht hinter den Leuten. Ja? Es ist ja ein großes Teil des Gehirns, des Unterbewusstseins, was blockiert ist von einer Energie, die sagt, mir ist scheißegal, wie es dir geht. Ja? Es sagt, klar, dass das ganze Gehirn nicht voll energetisch, unbewusst, wie auch immer da ist. Da stellen wir bei Krankheiten fest, da stellen wir genauso, es ist fast kein Unterschied zum beruflichen Erfolg fest. Es ist kein Unterschied. Letztendlich muss wenigstens die Innenwelt für euch da sein, virtuell für euch da sein. Nicht nur in dem Kopf sich vorstellen können, sondern energetisch muss das Unterbewusstsein wenigstens hinter euch stehen. Das ist das, was wir sagen und das ist das, was ich letztendlich im Moment eigentlich nur aufdecken kann. Dass es nicht so ist. Ja? Gut, und ich muss ja natürlich, wenn es geht, mitgeben, dass es doch gehen könnte. Vielleicht ist es ja nichts anderes, als dass ich sie schocke. Dann sagt zum Scheiß so, meine Innenwelt steht überhaupt nicht hinter mir. Überhaupt niemand da für mich. Was soll das? Viel schlimmer. Ja? So erlebt sie aber, dass ein Teil vom Papa hinter ihr steht. Und dass es eine Möglichkeit hat. Also sowas wie aufzeigen, dass es doch geht. Das halte ich immer für ganz wichtig. Damit kann man ja auch bestätigen, dass es so ist. Sie fühlt sich ja auch besser. Ja? Der Raum verändert sich, wird heller. Ja? Aber ich denke, rein intuitiv kann jeder relativ deutlich erfassen, mit einem Raum, der karg ist, wo ein Tisch drin steht, ein Bild an der Wand, eine Pflanze. Okay. Wenn das der Symbolraum ist für Erfolg, da kannst du keinen großen Erfolg haben mit dem Ding.
Der Mann hat eine Firma mit 42 Millionen, hat da oben seinen 500er Cabrio stehen gehabt, ein SL von Mercedes. Da sind wir in die Innenwelt gegangen und haben geguckt, was hat der? Der hat alles voller Goldbarren auf dem Regal. Der hat eine Pferdekutsche gehabt, ein Versailles-Schloss vor sich und so weiter. So ist ihm seine Innenwelt. Ja? Der Mann bewegt Millionen. Der hat dementsprechend eine Innenwelt. Ihr könnt wirklich davon ausgehen, dass es irgendeine Entsprechung hat. Und wenn sie mir mit dieser Innenwelt kommt und sagt, ich habe keinen Erfolg, dann denke ich immer, na klar, bei der Innenwelt kann die keinen Erfolg haben. Die kann machen, was sie will. Ja, das kann nicht funktionieren. Und so haben wir viele, 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 viele Beispiele. Und deshalb ist mein Hinweis, bring dein Papa in Schwung und du wirst auch sehen, deine Innenwelt fängt an aufzublühen. Die wird lebendig, die ist differenzierter und so weiter. Ja. Weshalb hast du sie nicht das Bild ihres Vaters zerstören lassen? Ich habe ja noch nicht mal geschafft, dass der Kniebeugen macht. Das ist ja schon, ich will ja nicht zu nahe drehen, aber das ist ja schon ziemliche Grenze. Ja? Heftig. Also wenn der noch nicht mal macht, was du willst, heißt das, deine Bilder machen nicht, was du willst. Du bist noch nicht mehr Herr deiner eigenen Innenwelt. Das ist schon Grenze. Ja? Das ist schon eine ziemliche Grenze. Das heißt, da musst du unbedingt was machen. Weil nachher ist ja was passiert. Ja? Klar, man hätte jetzt anfangen müssen, richtig reinzugehen. Ich hätte dich in die Wut bringen müssen, in die Verzweiflung, weil dahinter steckt das ja alles. Die Energie fließt ja nicht. Ja? Dann wäre auch Papa erweicht, weil das Papa als Bild in ihr ist und ist nicht mehr erreichbar. Das ist ja der Ausdruck dafür, dass ganz, ganz viel Energie blockiert ist. Ja? Dass er zweimal aufgetaucht ist, zeigt einen sehr hohen Stellenwert von Papa. Also analog zu Hellinger kann man sagen, Hellinger macht die richtige Ordnung im Außen aufstellen, damit wir so eine Ahnung kriegen. Und wir machen letztendlich diese richtige Ordnung in der Innenwelt, im Kopf, direkt im Unterbewusstsein. Und richtige Ordnung heißt ganz einfach, deine Verwandtschaft muss hinterstehen, also Oma und Opa, weiter müssen wir nicht gehen. Wir haben festgestellt, das reicht. Ja? Und deine Mama und Papa müssen einfach voll hinter dir stehen. Und du als Kind, als inneres Kind, so nennen wir das, musst 6, 7 Jahre alt sein und fröhlich und lebendig. Und das war ja bei dir nur am Arbeiten und nicht gerade positiv geankert mit Arbeit. Ja. In dem Moment, wo sich es anders hinstellt, fühlt sich sofort anders an. Ja. Ja. Und das Faszinierende bei dir war ja auch, dass dein Papa, der hilft dem anderen Papa selbstständig schief und schubst und macht. Und diese Prozesse laufen von selbst im Gehirn, also in der Innenwelt. Wir nennen das morphemische Feld. Die Prozesse laufen tatsächlich von selbst. Und wenn man da rankommt, dann ist toll. Und Mühen. Ne? Zum Schluss waren die Bilder sehr autonom. Ich habe nichts mehr sagen müssen. Die waren dann da. Ja. Du hast gestaunt, wie der Papa sich bewegt hat. Ja. Da war es echt in Bildern. Ja. Ja. Das heißt, der Zugang zu den Bildern ist auch ein bisschen verschüttet. Ja. Ja? Klar, weil wenn du gefühlsmäßig enttäuscht bist, dann schneidest du dich ein bisschen ab und dann gehst du mehr in den Kopf, mehr ins Denken, ins Funktionieren, was ja notwendig ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Verarmung, eine Reduzierung auf der Fantasieebene. Und das spüren Menschen auch, wenn du was verkaufst. Die spüren, ob du da mehr jetzt technisch, ne, funktional reingehst oder ob du da bist. Solche Zusammenhänge gibt es ja immer.